Das Land Baden-Württemberg vergibt seit 80 Jahren zweijährlich den sogenannten Donauschwäbischen Kulturpreis. Ich habe im Jahr 2021, also voriges Jahr, den sogenannten Förderpreis des Donauschwäbischen Kulturpreises erhalten. Und zwar ging es um Kulturvermittlung, das heißt im Bereich Medien, Literatur, bildende Kunst und Musik wurde dann dieser Preis vergeben. Drei Preise bzw. drei Personen haben den Preis im Jahr 2021 bekommen. Den Hauptpreis erhielt ein Schriftsteller, ein deutscher Schriftsteller aus Kroatien. Ludwig Bauer hieß er oder heißt er. Es gab eine sogenannte Ehrengabe. Katharina Eichermüller, übrigens eine Ungarndeutsche, die in den 1980er Jahren nach Deutschland ausgesiedelt ist, aber in Deutschland immer noch die musikalischen Traditionen der Ungarndeutschen pflegt. Sie hat diese sogenannte Ehrengabe erhalten und ich erhielt den sogenannten Förderpreis, und zwar vor allem für meine Tätigkeit im Bereich Medienkommunikation. Wie gesagt, 2021 wurde dieser Preis vergeben, aber pandemiebedingt konnten wir dann diese Urkunde bzw. diesen Preis erst dieses Jahr, und zwar Ende Juni, übernehmen. Wir sind nach Stuttgart gefahren und in einem sehr würdigen Rahmen im Innenministerium des Landes Baden-Württemberg wurde eine sehr schöne, sehr würdige Feierstunde veranstaltet und da haben wir diesen Preis übernommen. Vorgeschlagen hat mich die Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen, vor allem die Vorsitzende, Frau Ibolyhok-Engländer, der ich auch an dieser Stelle für diesen Vorschlag danke. Denn wir arbeiten seit 2014 mit der Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen zusammen, permanent und auch in kleineren bzw. größeren Projekten. Und von ihr kam dann halt der Vorschlag und so habe ich diesen Preis erhalten. Das Ungarndeutschtum, Traditionspflege, spielt in meinem Leben seit meiner Geburt eine ganz wichtige Rolle. Ich stamme aus einer ungarndeutschen Familie, aus einem Branauer Dorf, aus Schomberg. Ich bin in einer Großfamilie aufgewachsen, mit Eltern, Großeltern, Urgroßeltern sogar. Mit der Mundart bin ich aufgewachsen, also ich habe die Sprache, meine Mundartkenntnisse noch von zu Hause aus mitgebracht und habe in meinem Heimatdorf die Deutsche Nationalitätenschule besucht, war auch kulturell sehr aktiv und mit 14 bin ich dann nach Pietzsch gekommen, nach Fünfkirchen gekommen und habe am Nationalitätenklassenzug des Clara-Löwe-Gymnasiums weitergelernt. Natürlich war auch da Traditionspflege groß geschrieben. Ich habe mich der deutschen Tanzgruppe da angeschlossen und eigentlich ist es mir da am Gymnasium klar geworden, wie speziell das ist, was für ein Unikum das ist, dass ich in so einer Familie aufgewachsen bin, wo Traditionspflege eigentlich zum Alltag gehörte. Wir haben schwäbisch gekocht zu Hause. Meine Urgroßmütter, alle beide haben noch die Volkstracht getragen jeden Tag. Wir haben schwäbisch zu Hause gesprochen mit den Großeltern, Urgroßeltern. Und erst am Gymnasium ist es mir klar geworden, dass das überhaupt nicht alltäglich ist, dass das vor allem in den kleineren Dörfern der Fall war. Und ja, mit meiner Kulturarbeit habe ich da weitergemacht und nach dem Abitur habe ich die Möglichkeit bekommen, beim ungarndeutschen Fernsehen, des öffentlich-rechtlichen Fernsehens, als freie Mitarbeiterin mitzuarbeiten, bei unser Bildschirm. Und also noch 1995 habe ich da angefangen und bin dann 2000 fest angestellt worden bei der deutschen Redaktion als Reporterin, Redakteurin und Moderatorin und habe bis 2011 da gearbeitet bei dieser Sendung. In meinem Privatleben war das eigentlich permanent, also im Kontakt mit meinen Eltern, mit meinen Großeltern natürlich auch, aber was ich von zu Hause aus in einer Mischehe meinen Kindern auch geben konnte, deshalb habe ich auch immer wieder, beziehungsweise immer versucht. Meine Kinder haben den deutschen Kindergarten des Valeria-Koch-Bildungszentrums besucht,
Jetzt macht der Größere, mein größerer Sohn, schon Abitur am Gymnasium und auch mein jüngerer Sohn besucht jetzt die 10. Klasse. Also privat war das für mich immer sehr wichtig. Und 2014 sind wir dann mit unserem Familienunternehmen, mit PTE Communications, mit der Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen in Kontakt gekommen. Und seit 2014 arbeiten wir mit der LDU zusammen. Ja, und 2019 bin ich dann Abgeordnete der Deutschen Selbstverwaltung Fünfkirchen geworden. Das heißt, auch so leiste ich meinen Beitrag in dieser Richtung. Kommunikation ist in der Arbeit, in der Tätigkeit der Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen großgeschrieben und zwar seit 2015 unbedingt, seitdem Kommunikation in die Strategie der Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen mit eingebaut wurde. Die großen Zielgruppen in unserer Kommunikation sind die ungarndeutsche Gemeinschaft und die Nicht-Ungarndeutschen, also die Mehrheitsgesellschaft und die anderen Nationalitäten Ungarns. Im Bereich der Tätigkeit mit der Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen versuchen wir permanent zu kommunizieren, also die Errungenschaften, die Aktualitäten der Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen in Richtung Ungarndeutsche und Nicht-Ungarndeutsche zu vermitteln. Online-Kommunikation, Pressekommunikation, das sind die beiden großen Bereiche. Und es gibt auch größere bzw. kleinere Projekte, in denen wir zusammenarbeiten. Das aktuelle Projekt ist im Moment die Volkszählung 2022, die ja jetzt in der nächsten Woche oder dieser Woche noch beginnt. Und da versuchen wir, die ungarndeutsche Gemeinschaft, die Mitglieder dieser Gemeinschaft zu ermutigen, sich zum Ungarndeutschtum, zu ihrer Nationalität und zu ihrer Muttersprache zu bekennen.